Inkling Girls, Secret Mission. Da haben wir dieses Level, was ich da verabscheue. Ich habe das sehr schwer in Erinnerung, ich bin mir ganz sicher. Achso, übrigens, falls ihr Mario Maker nicht kennt, Amiibo-Figuren gibt es nur im Mario Bros. 1-Stil. Deswegen habe ich oft Mario Bros. 1-Level gemacht, weil ich gerne mal Level mit Inkling Girl und so erstellen wollte. Und man hat die halt freigeschaltet mit der 100-Mario-Herausforderung. Wenn ich Schulk als Charakter gehabt hätte, ihr kriegt Xenoblade-Level, die geil sind und spaßig. Und bis jetzt geht das Level, vollkommen klar. Aber ich dachte, das wird noch schwer. Ich finde es immer noch schön, dass es noch keine Checkpoints gibt. Aber gut, wenn die ganzen Level in der ersten Woche des Releases erstellt worden sind, ergibt das Sinn. Da unten ist ein One-Up, den ich nicht haben möchte. Dö. Ich finde übrigens schön, dass wir so richtige Squids sind und Squids überall als Gegner sind. Deswegen ist schon irgendwie, ist schon lustig. Haha, unten oben. Ich glaube, oben muss ich, oder? Ah, nee, geht schon. Dö. Ich weiß zwar nicht, was oben ist, aber mir ist egal. Muss ich da rein? Nö. Das Level ist ja mega einfach. Ich dachte ja wirklich, das ist schwer. Aber ich bin ja noch nicht durch. Jetzt kommen die Sprünge, okay. Okay, weg ist alles, okay? Ja, jetzt übertreibt das Level. Jetzt übertreibt das Level, aber schon ein bisschen sehr. Komm, die ganze Zeit wurde der Amiibo-Pilz gespammt. Also bitte, spammt ihn nochmal. Ah, immerhin. Er wird tatsächlich nochmal gespammt. Ich brauche einen Speed-Switch, ich sehe da schon. Einer davon hat einen Kamek, oder? Ich bin mir hundertprozentig sicher, einer davon hat einen Kamek. Das ist keine Wand! Das hätte ich bedenken müssen, dass das keine Wand ist. Da bin ich. Das Level ist wirklich nicht schwer. Bis jetzt wirklich nicht schwer gewesen. Aber da, dieser Tod, der war so dumm. Der war so dumm. Der Tod war auch dumm. Wieso bin ich jetzt hier unten? Ich muss ja hier lang. Ich bin so verwirrt über das Level-Design hier. Nicht schlecht. Also, ich mochte das Level-Design damals. Ich mochte aber jedes meiner Level gefühlt. Außer Spiky Castle, das fand ich vom Design her schlecht. Und halt mein erstes Level der Cheffe 1-2 Remix-Dingens. Ja. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht sehr beeindruckt von meinen Leveln. Wirklich, die finde ich alle sehr meh. Sehr, sehr meh. Ich bin da wirklich nicht so ein Freund davon, von meinen Leveln, aber ist ja klar. Sind ja auch meine. Da bin ich nicht so begeistert und glücklich und hi und ho. Okay, jetzt komm. Jetzt weiß ich, dass da ist keine Wand, sondern ein Hintergrund. Oh, dieser Sprung. Komm, ich muss ja nur bis dahin. Oh, ob da hinten bei der Pflanze, also bei dieser Ranke hier. Ja, ich weiß. Ich aber anscheinend wirklich ein Faible für Ranken. Ich dachte wirklich, Zed hat übertrieben, als er das damals gesagt hat. Aber ja, ich benutze Ranken anscheinend sehr gern. So, jetzt hier runter. Es gibt wahrscheinlich auch kein. Boah, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Komm, Inkling Girl, deine Secret Mission. Hier ist ein Kamek. Ui, das überrascht mich. Ich muss sagen, das ist eine nette Arena. Inkling Girl ist gestorben. Der Bossfight ist hart. Also, die Arena, die macht es mir nicht gerade leicht, will ich damit sagen. So, ich speedrunne jetzt mal ein bisschen durch. Weil dieses Level haben wir jetzt genug gesehen. Ich weiß, es ist eigentlich peinlich, in seinen eigenen Level zu sterben, aber ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin auch nicht mehr so der Große. Also früher habe ich gern 2D-Marios gespielt, aber mittlerweile
Weiß nicht. Ich finde, 2D-Marios haben auch irgendwie nichts Spannendes. Das ist, ja. Ich habe es irgendwie geschafft, ich bin überrascht. Naja, 2D-Marios sind immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Da fehlt was. Ich finde, da fehlt das Spannende. Das ist so einfach dieser absolut klassische, das klassische 2D-Jump-Run. Da fehlt einfach irgendwas Cooles. Ich mag die 3D-Mario-Spiele, auch da fehlt gerne mal was, aber die mag ich ganz doll. Aber 2D-Marios, puh. Also da, ich mag ja, obwohl ich muss sagen, New Super Mario Bros. DS ist ja noch ganz in Ordnung. New Super Mario Bros. DS ist ganz cool. Aber, oh, das war dumm. Das war auch wieder so dumm. Jetzt komm, schieß. Ich weiß, dass du schießen willst. Oh, das war knapp. Naja, New Super Mario Bros. DS finde ich gut. New Super Mario Bros. Wii geht auch noch. Aber New Super Mario Bros. 2 und New Super Mario Bros. U ist einfach... vor allem U ist einfach nur... So, Boss-Time. Oh, das war überraschend knapp. Also man kann auch Glück haben, so wie jetzt. Nein. So eine Stelle ist auch fies. Ja, genau, wenn man einmal die Stacheln berührt, dann rastet das Ding hier sofort aus. Und ja, komm mal runter wieder, genau. Hey, muss ich da vielleicht auch gar nicht... Muss ich vielleicht runter? Nein, ich muss da wirklich durch. Ja, aber ich weiß nicht wie. Das ist ja... Obwohl, so schwer ist das nicht. Ich muss hier eigentlich nur nach oben bleiben. Ich muss eigentlich nur den Anfang schaffen. Ja, dann rastet sich... Jetzt rastet das Ding ein bisschen aus, okay. Aber wenn es sich mal ein bisschen beruhigt, dann geht das schon. Ja, okay. Ja, das Level ist wirklich nicht schwer. Die Stelle ist ein bisschen scheiße, bin ich ganz ehrlich. Aber, Bim, bitte, bim. Hat Chef angegeben, dass er so cool mit den Trampolinen gearbeitet hat, um ins Ziel zu kommen. Hihihi. Ja, war ganz gut. Jetzt kommt ein Normal Day in SMB3 und das gar kein Normal Day in SMB3. Wir sind uns sehr sicher. Aber ich kann mich an meine SMB3 Level nicht erinnern. Also die sind wahrscheinlich irgendwie besonders. Ich weiß auch nicht, was bei denen ist. Die sind wahrscheinlich entweder extrem langweilig oder so nett, dass die einfach keinen Platz in meinem Herzen bekommen haben. Deswegen muss ich es mir jetzt erstmal schwerer machen, weil ich finde das zu leicht. Keine Piranha-Pflanze, die da... Ja, ich wollte schon sagen, dass da noch was fehlt. Ja. Das Level ist tatsächlich relativ nett. Das ist ein netter Wonderpilz, den erwarte ich auch. Also, das ist zum Beispiel ein Wonderpilz, den ich erwarte. Ja, hi, nerv nicht. Das Level ist trotzdem kein normales Quest, denn das sind Münzen, das heißt, man kann da rein. Kann man nicht. Da kann man. Ach, nö. Ich kenne mich. Ja, und jetzt arbeitet man wieder zurück. Ja, das ist auch so ein. Das ist ein typisches Mario-Level. Muss ich sagen. Das ist nicht mehr so typisch mittlerweile. Mittlerweile macht Nintendo das nicht mehr. Aber ich glaube, in SMB3 gab es wirklich so ein Level, das so aufgebaut ist, dass man... Ich glaube, das war das Bowser Castle. Dass man da den Weg aufbauen musste. Oh. Der Sprung ist fies, muss ich sagen. Das ist ein bisschen... Ja, wohl so fies war der jetzt nicht, aber... Ich bin immer bei solchen Sprüngen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Warum, dass man nur einen Pilz bekommt für SMB3-Verhältnisse? Bei SMB3 bekommt man normalerweise immer einen Tanuki doch. Oh, du nervst tatsächlich ein bisschen sehr. Okay. Ich meine, das ist ja noch alles in Ordnung, okay? Ja... wenn ich hier durchrenne. Jetzt kommt Stern-Action oder anscheinend Schuh-Action. Schade. Ja, das war tatsächlich
Ein normal day in SMB3. Ich bin überrascht. Bowser's New Secret Castle in SMB3. Daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Der Bowser-Boss-Kampf ist kopiert und deswegen ist er nicht gut. Weil die Kopie nicht einen Fehler hat, den ich beabsichtigt wahrscheinlich eingebaut habe, so wie ich mich kenne, aber er ist nicht gut. Ich dachte auch, dass der Bowser-Boss-Kampf sehr schwer ist in dem Kampf. Also in dem Level meine ich. Der war nicht so leicht, weil der halt ein bisschen... Schaffe ich das, ohne da reinzufallen? Anscheinend. Ich weiß zwar nicht, was dann passiert, wenn ich da reinfalle, ob ich wieder einen Tanuki holen muss. Und Chef dachte wieder, man schafft das nicht. Oder die Hammerbrüder sind nervig in dem Spiel. Oh, du hast mich erwischt. Gab es jetzt eigentlich schon Checkpoints? Ich weiß gar nicht. Eine Feuerblume. Okay, die will ich haben. Einfach nur für den zusätzlichen Hit, weil ich nehme gerne zusätzliche Hits. Aber ich komme da nicht hin. Das ist okay. Bin ich ehrlich? Oh. Das war sehr klein. Ja. Gimmick des Kampfes ist, dass Bowser hier den Boden kaputt machen muss. Ratet mal, was passiert, wenn man die Feuerblume hat. Genau, wenn man die Feuerblume hat, kann man Bowser nämlich töten. Und wenn Bowser getötet ist, kann man hier nicht mehr runter. Ihr seht den Fehler. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe den beabsichtigt gemacht. Oh, das war ja wirklich... Hui. Ja, jetzt spring einfach, okay? Spring. Spring doch einfach. Ich habe ein kleines Problem, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh, scheiße. Bowser kann nicht weit springen, okay? Das ist mir klar. Jetzt los! Boom. Hey, was geht denn los? Chef, was ist mit deinem Level passiert? Die sind relativ kurz geworden. Wo ist die Verzweiflung? Nein, ehrlich. So, das interessiert mich jetzt. Wo führt die Röhre hin? Ja, doch, umbauen bitte mal. Mich interessiert das jetzt nämlich, wo die Röhre hinführt. Wo führt mich das hin? Wo bin ich? Okay, also das ist so eine kleine Du-Leidest-Route. Was ist da drin? Ein Pilz, okay, ist nett. Ach, und dann landet man hier. Hä, und wie kommt man hier hin? Ist das ein Secret-Weg oder so? Ach, okay. Wenn man anscheinend hier hochkommt. Wo auch immer eine blaue Tür war. Ach ja, genau. Als ob ich weiß, dass man da runterspringen muss. Okay. Meinetwegen. Gut, dann Areno goes to a strange castle. Ja, Mann. Ich liebe dieses Level. Also, ich liebe Areno. Ich liebe nicht das Level. Das Level war nicht gut. Aber Areno war's. Areno war ein guter Charakter. Ich muss aber so mal kurz rein. Areno! Mein geiler Areno. Ja, das ey! Ja, das ist, glaube ich, ein Moderator in Japan. Ich weiß es nicht. Ich fand den Kerl einfach toll. Vor allem, Nintendo hat es online so gemacht, dass man Level erstellen konnte. Also natürlich konnte man Level erstellen. Entschuldigung, so meine ich das nicht. Ich meinte eher, dass man, so berühmte Personen eigene Level erstellen konnten und auch hochgeladen wurden, die wurden dann auch gepusht von Nintendo und Nintendo hat Werbung gemacht und Areno hatte, glaube ich, 2 Level. Und dann hieß es, glaube ich, das erste Arenos Show oder so und dann hieß es zweite Areno Strikes Back oder so. Das war toll. Areno ist ein guter Charakter, okay? Er war so mimik, ich liebte ihn.
Oh, das ist. Das hätte ich ausnutzen können, aber ganz ehrlich, da ist ja schon das nächste Reno. Oh nein. Nein. Ich einfach nein. Ja, aber das Level war schon schwer. Ich dachte, das Level hat aber einen Checkpoint. Ich bin mir da sehr sicher. Ich wollte mal gleich gucken, von wann das Level eigentlich ist. Also beide. Jump! So, wenn es hier steht, dann geht der Goomba da unten nach rechts. Jump! Jutto! Fakku! Och nö! Ich trau mich bei denen nicht. Jetzt! Einfach runterspringen. Bitte keine Tod. Okay, okay. Chef ist schlau. Chef hat mittlerweile gelernt, Blind Jumps sind nicht gut. Ja, das seh! Ui. Das ist eine große Pflanze. Jutto. Danke. Jutto. Jump. Ach, kommen wir jetzt zum Strange Castle. Ah, nein, noch nicht. Okay. Aber da sieht man doch schon das Strange Castle. Beeil dich, Irido! Beeil dich! Nein! Du musst da rein! Ah, das ist der Checkpoint. Das ist der Checkpoint. Wir haben es gleich geschafft. Das Schlimme an Mario Maker war ja immer, man muss ja die Level einmal schaffen ohne... Also, ohne Checkpoint und einmal mit Checkpoint. Ich hätte runterbleiben müssen, oder? Ich habe überlebt! Ja, und dieses Level, ich glaube, da saß ich echt lang, das ohne Checkpoints zu schaffen, weil es ist halt einfach teilweise sehr glücksabhängig gewesen. Gerade die Stelle, die ich gerade geskippt habe, ist eigentlich glücksabhängig, aber gut zu wissen, dass sie nicht so glücksabhängig ist. Oh, den habe ich ja noch nie gesehen. Ui, zwei Checkpoints, ui. Ah, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ja, und deswegen, da bin ich... Obwohl, nein. Das ging eigentlich, glaube ich, noch, oder? Das ging, glaube ich, noch. Bin ich mir sehr sicher. Doch, das ging eigentlich. Da war eine andere Stelle, härter, glaube ich. Das ist eine andere Art von Spam, Chefe. Jutto. Jump. Ich finde es ein bisschen unfair, dass man hier eine Feuerblume bekommt, aber warum nicht? Ja, okay, sind wir ehrlich. Das ist absolute Scheiße. Aber so gewinnt Arino doch noch. Er lässt nämlich seinen Bro Mario nochmal kämpfen. Das ist schön gemacht, Chef. Arino, mein Geiler. Ich mag ihn wirklich sehr. Den Guten. Aber... ich möchte euch kurz zeigen, die Stelle, die ich gemeint habe, die wir jetzt geskippt haben. Die mal zu zeigen, ist ja mal eigentlich gut. Denn ich finde das wichtig. Ich finde es wichtig, die zu zeigen. Schau, wie Marino da schon rauskommt. Komm, Marino, komm raus. Ja, das ey. Hä, aber das ist nicht die Stelle, die ich im Kopf habe. Habe ich die doch anders gemacht und das ist nicht so, wie ich es dachte? Ja, also man merkt, das ist absolut schrecklich, was hier ist. Erstens dauert das mega lang, also würde ich jetzt nicht mehr so bauen. Ja. Ich dachte schon. Ja, das ist okay. Das ist halt die Stelle jetzt gewesen. Jetzt kommt gleich der Bumper rechts und dann haben wir es auch geschafft. Ja. Ja, so geil ist das halt auch nicht. Aber ich dachte, das Level sah anders aus. Ich dachte, das war eine ganz andere Stelle. Aber wir haben ja noch genug Level. Oh, es könnte sogar Mega Man... Ach nee, aber das ist nicht von mir. Das ist von Z. Mega Man Bowser Junior Stage. Das war hart, oder? Das Level war echt hart. Dann kann die Stelle, die ich meine, nur noch die Towers in Grassland sein. Aber es kann nicht sein. Naja, Spiky Castle ist jetzt dran. V2. Hat sich das sehr verändert? Ich glaube nicht, aber...
nicht. Der Sprung ist anders, oder? Oder? Ist das weiter weg oder kommt mir das nur so vor? Ich meine, es ist schon länger her, als ich Spiky Castle jetzt gespielt habe, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, der einzige Unterschied zwischen den Versionen ist der Pilz, glaube ich. War der auch da? Ja, ich glaube, der war auch da. Nein, ich glaube, der einzige Unterschied war, dass es jetzt einen Checkpoint noch gibt. Ich weiß aber nicht mehr wann. Müsste aber gleich kommen. Ja, ist egal. Ah, gut, fair. Ja. Es ist halt wirklich Spiky Castle in einfach. Muss man jetzt einfach sagen, es ist einfach. Ich meine, an sich, ich weiß nicht, ob ich das auch wirklich zu Ende zeigen muss, weil, ich bin ganz ehrlich, haben wir alle schon gesehen? Dass das nicht zählt, ich bin so gut und glücklich und glücklich und vor allem glücklich. Mhm. Ja, okay. Ja, das Level ist wirklich viel, viel netter, also... Da habe ich das Checkpoint-System gesehen und gedacht, ja, das kann ich jetzt endlich verbessern. Und mich ganz ehrlich, ja, ist besser so. Warum ist der jetzt da? Das ist der eine blöde Paracooper, den ich... Den Paracooper. Buzzy Cooper, Beetle Cooper, nee, Parabeetle. Ist egal. Ach, je nachdem, welche Position ich ihm gebe, dann sieht er auch anders aus, okay. Aber ich mache einfach so. So, jetzt muss Bowser mal kommen. Gib mir den Pilz. Ja, und das war's ja eigentlich schon. Ja, Spiky Castle V2 ist jetzt auch. Ja. Weiß nicht. Ich glaube, der Checkpoint macht das Level tatsächlich kaputt. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Wann war das? 29.12. Auch 29.12. Okay. 26.09. Also, man merkt dann schon der Unterschied. Hier 19. noch. Und hier 20. Und dann habe ich schon lange nichts mehr gemacht. Dann kam das hier. Und dann habe ich lange kein Mario Maker Level mehr gemacht. Ich glaube, weil ich schon das Limit erreicht habe und weil ich halt auch nicht berühmt wurde.